Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian, genau, und ich reacte heute mal auf ein Video von Jodas, verlinke auch seinen Kanal hier mal, ja, habe ich schon öfter was von gesehen, ist glaube ich auch großer Tierschützer, ist mir zumindest aufgefallen, aber jetzt geht es mal um Beziehungen, und zwar um Generationen beziehungsunfähig und fremdgehend und ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Der Titel Generation beziehungsunfähig und fremdgehen. Der könnte vielleicht erstmal ein bisschen provokant sein, aber der trifft eigentlich schon sehr gut. Ich habe gesehen, dass übrigens auch irgendein Film Generation beziehungsunfähig heißt. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht verklagt dafür, aber es passt einfach super gut, weil meine persönliche These, bevor ich angefangen habe, für dieses Video hier zu recherchieren, war, dass die Menschen heutzutage super beziehungsunfähig sind. Das hat auch so ein bisschen mit meiner sozialen Bubble zu tun und damit, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass immer mehr Leute in meinem Alter, jünger und älter, super verunsichert sind und gar nicht genau wissen, ja, wie so Beziehungen funktionieren und super viele Beziehungen eben auch sehr früh zerbrechen. Und deswegen bin ich mal super gespannt, was wir jetzt in diesem Video gemeinsam rauskriegen. Wir fangen bei einem super spannenden Thema an, und zwar beim Thema Scheidung. Ich habe mir hierzu mal einfach die Statistik rausgesucht, die blende ich euch jetzt hier auch mal ein. Und zwar geht es hier um die Scheidungsquote der letzten Jahrzehnte. Und wir sehen ja ganz klar, 1960 lag die Scheidungsquote noch bei 10,66% und den Peak hatte sie dann so um das Jahr 2005 herum bei 51%. Das heißt also, die Scheidungsquote hat sich verfünffacht. Die Scheidungsquote übrigens, um das ganz kurz zu erklären, ist das Verhältnis zwischen Eheschließungen und eben Scheidungen. Also wenn jetzt in einem Jahr beispielsweise 10 Ehen geschlossen werden und sich 10 Leute scheiden, dann würde die Scheidungsquote eben bei 1, also 100% liegen. Man bricht das mittlerweile so ein bisschen darauf runter, dass ungefähr jede zweite Ehe in Deutschland scheitert. Wir können aber auch, wenn wir uns das Ganze hier ein bisschen genauer angucken, sehen. Ja, also was man hier sieht, ist, dass sie bis 2005 hochgegangen ist und dann, ich glaube, das wissen auch viele gar nicht, runtergegangen bis 2018 und dann muss man ganz ehrlich sagen, kommt Corona, ne? Also das kann natürlich jetzt keiner genau sagen, was der Einfluss ist, aber man muss auch ganz klar sagen, dass sie deutlich runtergegangen ist. Ne? Ja. Dass seit 2005 die Zahl wieder so ein bisschen runtergegangen ist, da muss man aber auch natürlich dazu sagen, es kann durchaus sein, dass 2005 dieser Peak da war, weil eben super viele Scheidungen dann in dieser Zeit eben reinkamen, als es dann eben einfacher wurde, sich zu scheiden. Und das war eben so rund um das Jahr, ab 1980 ungefähr, da war es einfach gesellschaftlich genormter und einfacher, sich zu scheiden. Und deswegen, man sieht auch hier, ab 2018 steigt die Quote auch wieder, also so um die 35 bis 40%, da liegt es jetzt gerade. Und jetzt würde man natürlich als erstes sagen, Mensch, ist das schade, dass sich immer mehr Menschen scheiden lassen, dass diese Quote scheinbar in den letzten... Ja, also ob man das sagen kann, weiß ich nicht. Also 80er und 90er konnte man sicherlich aus gut scheiden lassen. Und dass dann der Peak erst 2005 kommt, finde ich jetzt nicht so ganz schlüssig. Ja, also... Ja. Ich habe jetzt aber auch keine handfeste Erklärung dafür, außer dass, ja, scheinbar, also also man müsste es eigentlich nochmal, aber die Zahlen kann ich jetzt gerade auch nicht nochmal im Verhältnis setzen zu der Menge der Ehen, ne? Man könnte jetzt auch sagen, vielleicht überlegen sich die Leute das besser, ob sie heiraten oder nicht, und beziehungsweise heiraten erst gar nicht. Das wäre eigentlich nochmal eine spannende Frage, vielleicht suche ich da am Ende nochmal nach. Jahrzehnten verglichen mit 1960 so krass angestiegen ist. Ich persönlich würde an dieser Stelle aber abbremsen und das Ganze nicht direkt verfluchen. Denn dass sich mittlerweile mehr Menschen trennen, hat gar nicht so viel damit zu tun, dass die Menschen immer beziehungsunfähiger werden, sondern weil sich das Konzept Ehe in den letzten Jahren einfach drastisch geändert hat. Ich persönlich bin sogar der Meinung, und ich erkläre jetzt auch warum, dass ich finde, dass der Anstieg der Scheidungsquote gar nicht mal unbedingt was Schlechtes zu bedeuten hat. Erstmal muss man wissen, dass früher Ehe eher eine Zweckgemeinschaft war. Darunter kann man im Grunde relativ einfach verstehen, dass eine Ehe früher geschlossen wurde, weil sie eben einen bestimmten Zweck hatte, und zwar den Zusammenhalt, dass man sich gegenseitig in einer Ehe unterstützt, dass man gerade auch, wenn man Kinder hat, dass man denen eine Grundlage geben kann und dass dieses Familienkonstrukt eben auf Basis dieser Ehe einfach eine sehr klare und starke Struktur hat. Das hat sich aber in den letzten Jahren eben völlig geändert. Das Motiv des 21. Jahrhunderts, eine Ehe zu schließen, hat vielmehr eine vor allem romantische Vorstellung der Liebe. Das erkläre ich jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer. Ihr müsst euch vorstellen, früher zur Generation unserer Großeltern und Urgroßeltern, da hatte Ehe eben einen wichtigen Zweck, und zwar den der Familiengründung und eben der Schaffung eines starken Fundaments. Das hat aber auch einige Nachteile mit sich gebracht. Es war früher beispielsweise so, dass die Ehepartner deutlich abhängiger voneinander waren, als es heute der Fall ist. Früher war es beispielsweise viel weniger üblich, dass Frauen gearbeitet haben, als es bei Männern der Fall war. Das heißt, früher haben sich Frauen vor allem um den Haushalt gekümmert, die Familie, die Kinder, haben gekocht, all sowas. Und während die Männer dafür verantwortlich waren, dass das Geld ins Haus kam, die haben gearbeitet, die waren dann teilweise unter der Woche weg. Und daraus hat sich eben eine relativ starke Abhängigkeit gegeben. Ja, stimmt natürlich. Ja, also meine Mutter zum Beispiel damals, die hätte gern weitergearbeitet, aber die durfte gesellschaftlich nicht, ne? Das war so verpönt, dass die Frau dann weiterarbeitet. Hätte sie gerne gemacht. Ich glaube, es hätte ihr auch eine Menge Probleme erspart, ja?
Also Frauen damals ab 1960 und eben früher konnten sich Eheschließungen beispielsweise gar nicht leisten, weil sie selber eben keinen Beruf und damit kein eigenes Einkommen hatten und deswegen von dem Mann abhängig waren. Also ganz egal, ob man sich in der Ehe jetzt geliebt hat oder ob man zufrieden mit seinem Ehepartner war, so eine Ehe war essentiell, weil es wichtig war, weil die Frau eben das Einkommen des Mannes brauchte, aber um Liebe oder um romantische Vorstellungen ging es da eigentlich gar nicht wirklich. Andersherum war es so, dass auch viele Männer abhängig von den Frauen waren. Also ich weiß nicht, wenn ihr euren Opa mal fragt, macht das gerne mal, wenn ihr noch einen habt. Bei sehr, sehr vielen ist es beispielsweise so, dass die gar nicht wissen, wie man kocht oder auch viele andere Dinge, beispielsweise wie man die Wäsche macht. Vielleicht heutzutage haben sich das viele nachträglich noch beigebracht. Ganz früher war es aber nicht üblich, dass der Mann wusste, wie man diese Dinge eben erledigt. Wie man ja, das ist echt korrekt. Das war bei meinen Eltern witzigerweise auch. Mein Vater durfte das quasi gar nicht lernen. Haushalt schmeißt, wie man alleine wohnt. Es ist übrigens heute oft so, dass wenn sich Ehepaare im höheren Alter scheiden, also der Generation von damals eben noch, im Alter von 60, 70, 80, dass die Männer oftmals sehr aufgeschmissen sind und deswegen oftmals dann eben auch ins Altersheim gehen müssen oder eben bestimmte Pflegestellen dürfen, weil sie nicht wissen, wie man für sich sorgt, weil das eben damals immer die Frau gemacht hat. Deswegen geht man aber nicht gleich ins Altersheim, aber... Und Pflegegeld kriegt man, Pflegestufen kriegt man deswegen leider auch nicht. Aber ja, muss man halt kreativ gucken, was man macht. Ne? Faszinierend finde. Aber daraus, wie ich das eben schon öfter erwähnt habe, hat sich eben eine super krasse Abhängigkeit ergeben. Und es ging nicht darum, dass man sich wirklich liebt. Also sicherlich auch. Ne? Ich werde jetzt nicht sagen, dass irgendwie jedes Ehepaar unserer Großeltern und Urgroßeltern sich nicht geliebt hat und sich nicht unterstützt. Da gibt es auch absolut Fälle, bei denen das der Fall ist, die super als Team funktionieren. Beispielsweise meine Großeltern. Da ist es so, aber ich kenne aus meiner Familie eben auch andere Fälle der noch älteren Generationen, da sah eine Ehe gar nicht so schön aus. Und da ging es gerade auch der Ehefrau gar nicht so gut. Es war damals natürlich auch ein sehr krasser Ballast, wenn man als Frau teilweise eben sogar verheiratet wurde mit Männern, weil es eben gesellschaftlich von einem verlangt war, dass dann eben Familie gegründet wird und so weiter. Das ist nicht so schön, wie das damals der Fall war. Das heißt, nur weil es früher viel weniger Trennungen gab, heißt es nicht, dass die Leute in ihren Ehen glücklicher waren oder das Konzept Liebe besser verstanden haben. Ihr müsst euch vorstellen, bis zum Jahr 1977 gab es noch die Schuldfrage zu klären bei einer Trennung. Das heißt, es wurde wirklich quasi überprüft, wer an dieser Trennung Schuld hat. Und ganz früher war es tatsächlich auch öfter so, dass eben die Schuld den Frauen zugesprochen wurden, weil die Frauen eben weniger Rechte hatten und es denen eben einfacher in die Schuhe zu schieben war. Ganz früher, Jahrhunderte früher, war es übrigens sogar so, dass Frauen, die eine Trennung wollten oder die eben gesündet haben, indem sie fremdgegangen sind, dass sie dafür sogar zu Tode verurteilt werden konnten. Also das zeigt nochmal dieses krasse Ungleichgewicht auch zwischen Mann und Frau, was ich halt bis heute absolut crazy finde. Und wir sind ja auch immer noch nicht an einem Punkt angekommen, wo man sagen kann, dass die Frau schon völlig gleich emanzipiert ist. Das ist ein Prozess und da hat sich schon super vieles getan, aber wir sind natürlich noch längst nicht am Ziel angekommen. Aber ihr müsst... Ja, also wo wir jetzt genau stehen, da gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen. Es ist ja auch ein sehr heftiger Diskurs gerade, dass manche Männer schon sagen, boah, ich irgendwie, jetzt haben wir das Gefühl, wir kommen schon so ein bisschen hintan irgendwie. Und aber gut, das wollen wir jetzt hier mal nicht aufmachen, die Frage. Aber sicherlich hat sich eine Menge getan und also das ist wirklich Wahnsinn, was sich getan hat, so die letzten 50, 60, 70 Jahre, also in jedem gesellschaftlichen Bereich eigentlich, das ist einfach ein Irrsinn. Also wenn das in dem Tempo alles so weitergeht, ja, müssten wir eigentlich in zwei Generationen Weltfrieden haben, aber so einfach ist es dann doch schon leider nicht. Aufstellen im Jahr 1950 und 1960, also es ist gerade mal so 60 Jahre her, war es eben super problematisch, sich zu trennen und viel, viel schwieriger. Bin ich super spannend. Wie ich es eben schon erwähnt habe, ist es heutzutage eher so, dass Menschen aus romantischen Vorstellungen eine Ehe schließen und eben nicht... Ja, das ist aber ein Irrtum, dass unsere Großelterngeneration nicht aus romantischen Gründen geheiratet hätten. Also da muss man, glaube ich, noch viel weiter zurückgehen als 60, 70 Jahre. Da muss man, glaube ich, weiß ich nicht, 150, 200. Also ich würde mal schon behaupten, dass unsere, also seine auf jeden Fall und auch meine Großelterngeneration schon auch aus romantischen Motiven geheiratet haben. Also kann mich jetzt, also da habe ich da noch nie gehört. Zumindest nicht in meiner Großelterngeneration. Und das ist ja 1930 und so geboren. Ja, Elterngeneration. Definitiv romantische Heiraten. Also absolut. Aus Gründen einer Zweckgemeinschaft. Also viele glauben an das Konzept der Liebe und sagen eben, dass man sich die ewige Treue schwört, dass man für immer zusammenbleiben möchte und es gibt dieses romantische Bild. Das Problem daran ist, dass diese romantischen Gefühle mit der Zeit nachlassen. Das heißt, im Grunde ist fast das Konzept einer Ehe, die quasi auf einer wirtschaftlich und strukturellen Basis basiert, ist fast sogar klüger, das Konzept der Ehe von früher, als das heutzutage zu machen, weil das Fundament von heute, und zwar romantischen Gefühlen, das ist ein viel, viel wackeligeres Fundament. Ja, also die, also das sehe ich, wie gesagt, ist jetzt kein großer Unterschied zu dem, was er sagt. Hat er auch gut zusammengefasst. Aber wie gesagt, romantisch haben die auch geheiratet früher. Und dazu gab es die Wirtschaftsgemeinschaft. Und dazu konnte man sich nicht trennen. Ne? Das ist natürlich absolut richtig. Und genau.
weil diese Gefühle eben super schnell nachlassen. Ich kann das hier nicht im Detail erklären, weil ich A, kein Experte auf dem Gebiet bin und B, das Ganze physiologisch zu erklären auch viel zu lange dauern würde. Aber ich kann das relativ einfach für euch runterbrechen. Es ist relativ einfach, wenn man sich verliebt. Man kennt das, dieses Gefühl, man ist auf Wolke 7 und trägt diese rosarote Brille und hat sich in irgendwen krass verknallt. Es fühlt sich richtig gut an. Dieses super starke Gefühl, das lässt, weil es ein biochemischer Prozess ist, der dann mit einem im Kopf passiert, dieses Gefühl lässt nach einigen Wochen nach. Man hat dann immer noch so eine Nachverliebtheit und man kann sich zu einem Partner auch immer noch hingezogen fühlen. Hoffentlich ein bisschen länger als ein paar Wochen. Aber spätestens nach 2, 3, 4 Jahren setzt irgendwann eine gewisse Gleichgültigkeit, eine Selbstverständlichkeit ein. Die Gefühle sind nicht mehr so stark da. Also evolutionsbiologisch kann... Ja, idealerweise sollte das dann das Biochemische, was er meint, verstehe ich auch absolut, abgelöst werden durch, ja, durch eine erwachsene Liebesbeziehung sozusagen. Ne? Einfach runtergebrochen, macht die Ehe theoretisch keinen Sinn. Also die Ehe ist tatsächlich eher eine Art kulturelles Produkt oder eben auch sowas wie Treue, was wir uns gleich auch noch genauer anschauen. Ich sage nicht, dass das irgendwie schlecht wäre oder dass das ein Problem... Ja, wird immer gern so gesagt. Ich habe mich damit jetzt auch mal für mein nächstes Buch schon mit beschäftigt. Also anthropologisch ist es tatsächlich so, dass wir scheinbar zwei Fortpflanzungsstrategien haben. Und eine ist monogam und eine ist so via Fremdgehen. Das haben andere Tierarten auch oder noch ganz, natürlich gibt es ja natürlich einen riesen Variantenreichtum. Aber es ist nicht so, dass das Mensch hat überhaupt kein Konzept von Treue hätte. Also das kann man jetzt so nicht sagen. Aber es stimmt natürlich, was man so in anthropologischen Untersuchungen rauskriegt, ist tatsächlich häufig so, Zeitraum von 3 bis 4 Jahren, könnte man jetzt sagen, wenn Kinder aus dem Gröbsten raus sind und dass Eltern zusammenbleiben. Allerdings nur, und das ist wirklich super spannend, finde ich, im reproduktionsfähigen Alter, also im danach, gibt es diese 4-Jahres-Grenze nicht mehr, bleiben die Beziehungen tendenziell länger zusammen. Wäre, aber es ist eben nichts rein Natürliches. Also der Mensch ist nicht von Natur aus dazu bestimmt, ein monogames Beziehungskonstrukt zu führen, was für immer anhält und man sich nicht... Monogam ja, für immer anhält. Ja, kann man in Frage stellen. Was man ja auch noch sagen muss, dass wir einfach viel älter werden. Also ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber vor 200, 300, 400 Jahren sind wir einfach, ich glaube, Lebenserwartung lag da irgendwo bei 35, 40, weiß ich nicht, oder ich weiß es auch nicht genau, aber irgendwie so um den Dreh, vielleicht sogar noch weniger. Und ja, da brauchte man, da war lebenslang eine ganz andere Geschichte, ne? Fügt, das einfach dahingestellt. Also auch das ist eben zur Erklärung ein Grund dafür, warum die Scheidungsquote höher ist als früher, weil eben der Grund für eine Ehe mittlerweile ein ganz anderer ist, als es früher der Fall war. Mittlerweile müssen Frauen sich nicht mehr Männern anschließen, weil sie von ihnen finanziell abhängig sind und Männer müssen auch mit Frauen nicht zusammenkommen, weil sie keine Ahnung mehr davon hatten, wie man kocht oder wie man einen Haushalt schmeißt. Diese Abhängigkeiten gibt es nicht mehr. Zwecks einer Familiengründung das schon noch. Es ist schon eher üblich, dass zwei zusammenkommen, um eine Familie zu gründen, aber auch das ist theoretisch nicht mehr zwingend notwendig und wird sie in den nächsten Jahren auch noch weiter auflockern, da bin ich mir sicher. Ist es also wir haben jetzt wirklich spannende Zeit in der Menschheitsgeschichte, wo, hat er vollkommen recht, die ganzen kulturellen Sachen nicht mehr notwendig sind und aufgelöst werden und wir wieder dahin kommen, wie der Mensch ohne Regelungen ist. Und das weiß halt keiner so ganz genau, wie das ist. Aber gibt es ja so Stichwörter, ne, wie heißt das hier, ich komme gerade nicht drauf, Female Power, nee, das war es nicht. Also die Frau wählt aus, was hat das für Konsequenzen? Female Choice, genau. Also wir kommen dahin, dass sich das wieder so organisiert, wie es wahrscheinlich mal früher gewesen ist, bevor diese ganzen kulturellen Sachen gekommen sind. Und so hundertprozentig weiß keiner, aber wir sehen diese Deregulierung des Datingmarktes und das lässt nicht nur Gewinner übrig, weil das tatsächlich, auch wenn einem das nicht gefällt, hat die Ehe natürlich auch dazu gedient, bestimmte kulturelle Themen, also wie matchen wir Menschen zusammen, zu befrieden, dass so ungefähr jeder jemand abkriegt, sage ich mal. Und das haben wir jetzt nicht mehr mit Konsequenzen. Ne? Manche haben viel zu viel Chancen und manche viel zu wenig. Ne?
heute wirklich eher ein romantisches Konstrukt, dass man sagt, ich habe mich verliebt und ich möchte mit meinem Ehepartner für immer zusammen sein und deswegen verheiraten wir uns. Aber genau dieses Gefühl, das kann eben relativ schnell nachlassen. Wir gucken uns jetzt aber mal das Thema Beziehung genauer an. Warum ist es so, dass wir das Gefühl haben, dass es heutzutage viel, viel schwerer ist, sich zu verlieben? Ich konnte übrigens, um das mal ehrlich zu sagen, ich habe es versucht, aber ich konnte nicht herausfinden. Es gibt keine Statistik, oder ich habe keine Statistik gefunden zumindest, die das belegt oder widerlegt. Ich habe einige Seiten gefunden, da ging es schon darum, dass es sozial und psychologisch so ist, dass gerade junge Menschen eben heutzutage mehr Schwierigkeiten haben, sich auf Beziehungen einzulassen, mehr strugglen, mehr nachdenken. Diese Konstrukte wie, ja, ey, ich will das erstmal locker angehen lassen oder ey, ich bin noch nicht ready für eine Beziehung. Das ist heutzutage wohl mehr, als es früher der Fall war. Aber ich habe dazu leider keine genaue Statistik und keine genauen Zahlen rausgefunden. Ein ganz entscheidender Punkt, warum Beziehungen heutzutage schwieriger sind als früher, ist, dass das Leben für uns heute, das hat sich in den letzten Jahren eben... Ja, also offensichtlich gibt es eine Tendenz zu mehr Unverbindlichkeit, ne? Ja. Krass verändert. Das Leben ist ein sehr krasser Vergleichswettbewerb geworden. Wir befinden uns alle in einem dauerhaften Selbstoptimierungsdrang. Das erkläre ich euch jetzt mal gerade genauer. Das hat einerseits damit zu tun, dass heutzutage alles viel, viel schneller passiert. Also das Leben ist viel, viel schnelllebiger geworden. Das hat tatsächlich auch viel mit Smartphones zu tun. Kommunikation beispielsweise ist viel, viel schneller geworden. Während man sich ganz früher noch Briefe geschrieben hat, haben wir in den letzten Jahrzehnten die Fähigkeit gewonnen, uns E-Mails, also elektronische Post zuzuschicken. Und wir bekommen Antworten teilweise sekundenschnell. Das setzt uns Menschen leider unter dauerhaften psychischen Druck. Also nicht nur, dass wir uns E-Mails schreiben können, sondern dass grundsätzlich alles so viel schneller. Ja, ich sag ja mal, ich bin ja mal anderthalb Generationen weiter als er hier so. Ich meine, als ich in seinem Alter war, haben uns auch keine Briefe geschrieben, sondern angerufen, ne? Und ja, oder halt live getroffen, ne? Das war natürlich noch viel mehr. Ich würde es aber ehrlich gesagt aus meiner Erfahrung nicht sagen. Also ich kenne ja noch die Welt ohne Internet, ohne Handy. Kann mich nicht erinnern, dass die weniger stressig gewesen ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil da hast du halt so das Problem gehabt, warum ruft sie nicht an irgendwie? Du hast kein Handy, du gehst morgens aus dem Haus, du kommst abends wieder, guckst auf den Anrufbeantworter, keine Nachrichten drauf oder neuer Anruf ohne Nachricht, weißt du nicht von wem. Wir hatten ja auch noch fast alle unterdrückte Nummer früher und kann jetzt nicht sagen, dass das weniger Stress war, wenn man so Liebeskummer hatte oder so. Aber man hat sich definitiv keine Briefe geschrieben. Das muss auch noch länger her sein. geworden ist. Und eben, dass wir dauerhaft das Gefühl haben, wir müssen uns selbst optimieren. Darauf haben beispielsweise eben auch die sozialen Medien einen großen Einfluss. Wir leben eben in dieser krassen Vergleichskultur, in der wir eben dauerhaft danach schauen, wie richten andere ihr Leben aus und wie ist das bei uns der Fall. Und da bin ich mir sicher, dass es euch auch schon aufgefallen, wie crazy das heutzutage ist. Wie viel schneller heutzutage alles geht und wie krass man das Gefühl hat, man muss sich selber auch so krass anpassen. Heutzutage haben super viele das Gefühl, sie müssen jede Woche... Ja, bin ich natürlich ganz bei eben, dass Social Media... irgendwie eine krasse Wirkung hat. Absolut. Zum Nagelstudio rennen, um sich neue Nägel machen zu lassen, weil die alten nicht mehr gut genug sind. Super viele Menschen wollen jedes halbe Jahr eine neue Frisur haben, eine neue Haarfarbe, weil die alte plötzlich nicht mehr gut genug ist. Ganz viele Menschen wechseln viel, viel schneller ihre... Oder neue Extensions von irgendwelchen Frauen aus Indien, die sie sich haben jahrelang wachsen lassen. Ja. Das ist meistens ein richtiges Berufshopping geworden. Alle zwei, drei Jahre einen neuen Arbeitgeber finden, weil der nächste Arbeitgeber vielleicht besser sein könnte als der davor. In jeglichen Lebenslagen, egal was ihr euch anschaut, haben die Menschen das Gefühl, sie müssen sich optimieren, es muss besser werden. Egal auf was ihr das übertragt, die Welt wird viel, viel schnelllebiger. Auch eben durch die Digitalisierung und durch die Globalisierung. Das übertragen wir aber eben super krass auch auf unseren Lifestyle und unser Leben und unser Ich. Und eben auch, und das ist ganz entscheidend, auf die Liebe und auf Beziehungen. Um es jetzt in der Praxis zu erklären. Einerseits ist diese Schnelllebigkeit natürlich ein totales Problem für Beziehungen. Wenn wir dauerhaft das Gefühl haben, dass eine Beziehung vielleicht jetzt gerade nicht mehr gut genug sein könnte, dadurch, dass wir eben in dieser Optimierungswelt leben und das Gefühl haben, ist unser Partner vielleicht wirklich gut genug oder ist vielleicht jemand anderes besser? Beispielsweise haben eben die sozialen Medien einen riesigen Einfluss darauf. Wenn man durch sein Instagram-Feed scrollt, mein Feed gerade ist so scheiße, ich schwöre euch, bei mir werden die ganze Zeit aktuell irgendwelche Mädels angezeigt, so ungefähr in meinem Alter, denen ich eben nicht folge, wo steht, ey, kennst du sie vielleicht, willst du ja folgen? So jedes dritte Bild ist irgendein Mädel mit natürlich einem total bearbeiteten Gesicht, vielleicht sogar irgendwie im Bikini, sonst irgendwie. Ja, absolut richtig. Also viel Fremdgehen entsteht ja auch aus Gelegenheit, sage ich mal, ne? Und Gelegenheit ist natürlich, da kommt er, glaube ich, jetzt auch gleich drauf, vermute ich mal, massiv zugenommen. Und kann ich aus meiner Paartherapie-Praxis sagen, die gibt es ja erst, nachdem es Handys gibt. Es kommt ja eigentlich immer durch irgendwie Handys, Smartphones, Internet, kommt es eigentlich immer raus, dass man fremdgeht, ne? Das ist Wahnsinn, ne? Und das ist ja auch, kommt nicht nur raus, wird auch häufig darüber eingegangen, ne? Und scheinbar bleibe ich bei diesen Fotos auch noch immer länger hängen, weil sonst würden die mir nicht immer neu angezeigt werden. Aber gerade deswegen werde ich die ganze Zeit mit neuen Frauen konfrontiert, die ich gar nicht kenne. Aber die ganze Zeit könnte, wenn ich jetzt in einer Beziehung wäre, in meinem Kopf der Gedanke entstehen, hey, die sieht ja auch voll gut aus. Vielleicht, auch wenn das jetzt gemein klingt, vielleicht ist sie ja besser als meine aktuelle Partnerin. Da haben die...
Na gut, für den normalen Mann ist es natürlich so, dass es nicht viel bringt, irgendein Instagram-Beauty anzuschreiben. Für ihn hier vielleicht schon, weil er Fame hat. Aber für den Malermann, Standardmann, sieht vielleicht auch die Ladies, aber die würden ihm natürlich nicht zurückschreiben, ne? An Medien eben einen riesigen Einfluss drauf, aber eben auch das Leben an sich, also ständig ändernde soziale Umfelder, man zieht dauernd an neue Orte, die Menschen ziehen heute viel, viel öfter um als früher, man lernt viel, viel mehr Menschen kennen und hat eben viel, viel mehr Vergleiche und eben diesen Drang, sich dauerhaft zu optimieren. Meine Fingernägel sind nicht gut genug, also sollte ich ins Nagelstudio rennen und mir neue machen lassen und vielleicht ist auch mein Beziehungspartner nicht mehr gut genug. Der Zweifel daran, ob der Beziehungspartner noch gut genug ist, ist heute... Aber hat er vollkommen recht, das ist wirklich ein Riesenpunkt, glaube ich, dass Leute... sich nicht eben nicht nur mit ihrer sozialen Gruppe vor Ort vergleichen, mit ihrem Dorf zum Beispiel, wo natürlich eine begrenzte Menge möglicher Partner ist, im ungefähr gleichen Alter. So, heute hast du natürlich die Welt in der Hand und scheinbar eine riesen Auswahl. Nur, wie gesagt, für die meisten Männer gibt es sie gar nicht, ne? So groß wie nie früher, weil wir in dieser krassen und wahnsinnigen, schnelllebigen Vergleichskultur leben. Darüber habe ich mir vorher noch nie so genau Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber auch hier kann ich nur sagen, vielleicht habt ihr mal ein Video über die sozialen Medien sind Gift schon gesehen oder nicht, aber auch hier muss ich wieder sagen, es kann sich lohnen, mal Instagram oder TikTok für eine Zeit abzuschalten. Das kann schon sehr... Absolut. ...tun. Diese Zeit vielleicht zu nutzen und mit seinem Partner zu verbringen. Beispielsweise Dating-Apps haben auch einen sehr, sehr großen Einfluss. Auch hier ist es so, früher war es nicht möglich, dass man dauerhaft irgendwelche Menschen am Laufband über so ein... Und Suchtpotenzial. Habe ich auch schon Videos zu gemacht. Das ist ja wirklich ein Laufband. Es ist ja dieses Swipe nach links, nach rechts. Du kannst die ganze Zeit, du kannst quasi eine ganze Liste an möglichen potenziellen Beziehungspartnern sehen. Und selbst wenn du schon in einer Beziehung bist und gar nicht so eine App installiert hast, das Wissen, dass es diese Apps gibt und der Gedanke daran, ah, vielleicht ist da ja eine Person, die besser sein könnte, der kann manchmal schon ein minimaler Funkenauslöser sein, um ein gesamtes Beziehungskonstrukt ins Wackeln zu bringen. Ein anderes großes Problem ist übrigens auch, dass sich die Menschen heutzutage schlechter zuhören als früher. Auch das hat mit der Kommunikation zu tun, die einfach schlechter geworden ist. Die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen ist viel geringer geworden. Eben auch durch Apps wie TikTok und so weiter. Ich kenne super viele in meinem Alter, die können gar keine 90-minütigen Filme mehr gucken, ohne ans Handy zu gehen. Und Ähnliches ja. Geht tatsächlich auch bei Beziehungen und der Kommunikation. Menschen können schlechter miteinander kommunizieren. Interessanter Punkt. Stimmt. Was eigentlich voll der Schwachsinn ist, weil eigentlich gibt es ja die ganzen sozialen Medien, um miteinander zu schreiben und all das zu tun. Aber das findet viel weniger statt. In Beziehungen sind viel mehr mittlerweile viel intensiver am Handy und es findet kein richtiger Austausch mehr statt. Dabei ist das für eine Beziehung essentiell und wichtig. Wir gucken uns jetzt gerade aber mal Fremdgehen an. Weil ich das eben super spannend finde und mich gefragt habe, wenn Beziehungen heutzutage grundsätzlich eben dieses Problem haben, diese Wackeligkeit, diese Unsicherheit, wie ist das beim Fremdgehen? Ist das mehr als früher? Hat sich das geändert? Erstmal vorneweg muss ich sagen, Fremdgehen gab es schon immer. Also selbst im Mittelalter, in der schwarzen, dunklen Zeit damals, gab es Fremdgehen auf jeden Fall. Das war anders verlagert damals. Frauen, das habe ich ja eben schon gesagt, wenn die fremdgegangen sind, dann hat das teilweise dazu geführt, dass sie zum Tode verurteilt wurden. Sehr, sehr crazy einfach, wenn man sich das vorstellt. Bei Männern war das anders. Männern war es schon eher erlaubt, mal zu einem Freundmädchen zu gehen und dieses Ehegelübde eben zu brechen. Mal, das war schon auch verpönt damals, je nachdem, auf was, in welchem Stand man war, aber es gab es. Also Untreue gab es schon immer. Seit es Beziehungen gibt, gibt es auch Untreue, beziehungsweise seit es das Beziehungskonstrukt der treuen Ehe gibt, gibt es eben auch sowas wie Untreue. Aber wie gesagt, Fremdgehen, das gibt es schon immer. Ein paar kleine Funfacts gerade. Erstmal ist es tatsächlich mittlerweile so, dass Frauen statistisch gesehen öfter fremdgehen als Männer, also beziehungsweise mehr Frauen gehen fremd. Ja, stimmt. Als Männer. Finde ich spannend, aber ist jetzt nicht so aussagekräftig und ist vor allem auch nicht wichtig. Also spielt jetzt hier keine Rolle. Schon wichtig. Sich darum mit dem Finger auf irgendein Geschlecht zu zeigen und die Differenz ist auch relativ gering. Also ist jetzt nicht wichtig, aber ich wollte es hier erwähnt haben. Stimmt. Außerdem ist es so, dass fast jeder zweite Deutsche, der schon in einer Beziehung war, schon einmal fremdgegangen ist. Aber gibt trotzdem Unterschied, dass Frauen gehäuft in den 30ern fremdgehen. Bei Männern steigt es so kontinuierlich an Richtung 50er, 60er. Das finde ich ganz spannend. Der zweite. Das ist sehr, sehr krass und eine ganze Menge. Die Anzahl an Fremdgehern, beziehungsweise die Anzahl daran, dass fremdgegangen wird, ist laut Elitepartner und einer Umfrage, die dort gemacht wurde, in den letzten Jahren gestiegen und zwar sehr ordentlich. Also die Anzahl an Fremdgehern steigt von Jahr zu Jahr, was ich sehr... Ja, vor allen Dingen haben die Frauen aufgeholt, ne? Aber grundsätzlich stimmt das ja. Ich finde für mich aber so ein bisschen meine persönliche These, dass Beziehungen eben wesentlich wackeliger sind als früher durch dieses Vergleichen, das Dauerhafte und durch die Möglichkeiten, die man hat. Das ist meine persönliche These eben, aber die belegt das auch ganz gut eigentlich. Fremdgehen ist heutzutage einfacher denn je und Fremdgehen ist auch gesellschaftlich akzeptierter denn je. Und Beziehungen sind eben wackeliger denn je. Also man kann schon sagen, das sagt er ja auch, dass sich die Geschlechter da immer mehr angleichen einfach, ne? Also insofern hat er natürlich vollkommen recht, das bringt nichts mehr auf ein Geschlecht zu zeigen, das ist schon eine wichtige Aussage, stimmt schon.
Das alles in einem sorgt dafür, dass mehr Leute fremdgehen. Spannend ist auch, wenn man sich einmal die Motive vom Fremdgehen anschaut. Die sind nämlich bei Männern und Frauen oftmals unterschiedlich. Nicht immer, man kann auch hier, wie es so oft ist, nicht über einen Kamm scheren. Dadurch, dass es aber bei Männern und Frauen de facto einfach gewisse biologische Unterschiede gibt, auch die sind unterschiedlich ausgeprägt. Ich möchte jetzt hier keine Geschlechterdebatten erzeugen und bitte seht mir nach, wenn ich von Männern und Frauen rede und nicht von... Dass man da schon so immer so vorsichtig sein musste. Aber ja, es gibt die Unterschiede, ja. In anderen Modellen geht es einfach gerade um die biologische Abtrennung. Aber dadurch, dass es eben gewisse biologische Unterschiede gibt, gibt es eben auch Unterschiede bei den Motiven fürs Fremdgehen. Frauen gehen nämlich tatsächlich eher aus emotionalen Gründen fremd. Das kann eben dadurch sein, dass sich Frauen in ihrer aktuellen Beziehung nicht mehr geliebt genug fühlen, dass sie nicht mehr genug Bestätigung bekommen, dass sie sich vielleicht in jemand anderen neu verliebt haben und die andere Beziehung eben eh nicht mehr richtig lief. Frauen tendieren da auch eher zu Affären. Männer sind da lustigerweise eben eher so ein bisschen physischer, impulsiver gesteuert. Da ist dann öfter so, dass es was Einmaliges ist, dass es sich spontaner auch ergeben hat. Also Frauen gehen quasi eher bedachter fremd, weil sie vielleicht schon länger mit dem Gedanken spielen. Bei Männern ist es eher so, dass es dann einfach passiert. Das ist beides nicht gut, ganz klar. Es macht eben einen gewissen Unterschied, aber das hat tatsächlich auch eben damit zu tun, wie Männer und Frauen eben unterschiedlich im Gehirn funktionieren. Wie gesagt, aber das ist von Mann und Frau unterschiedlich und es ist nicht so, dass es nicht auch Frauen gibt, die impulsiv handeln und impulsiv fremdgehen und dass Männer nicht auch Affären haben können, sondern einfach nur... Ja, ja. Von der Wahrscheinlichkeit, die beiden Auftrennungen. Ich fand es eben nur ganz spannend, das hier noch zu erwähnen. Spannend ist für mich aber vor allem eben, dass das Fremdgehen in den letzten Jahren angestiegen ist. Bei mir beispielsweise ist es tatsächlich so, in meiner sozialen Bubble ist es so, dass mindestens jede zweite Beziehung von Freunden und von Bekannten, die ich mitbekommen habe, daran gescheitert ist, dass einer der Partner fremdgegangen ist. Das ist crazy. Das ist insane. Um das ganz persönlich gerade mal zu sagen, auf mich zu übertragen, habe heute noch, und das ist 3 Jahre her, immense Vertrauensprobleme. Es hat einen sehr krassen Impact. Da geht es gar nicht darum... Ich frage mich auch immer, ist das denn nicht möglich? Ich kriege ja auch mal so viel Dreiecksmails. Ist es denn nicht möglich, für uns als Gesellschaft dahin zu kommen, dass wir entweder die Finger von Dreiecken lassen, zumindest sofort erzählen, wenn fremdgegangen wird, keine Ahnung, Beziehung erstmal beenden, ich weiß auch nicht. Also ich hoffe echt nicht, dass das auch noch zunimmt. Also das ist schon jetzt schon echt eine Pest. Schuld zuzuschieben oder sonst irgendwas. Ich will nur sagen... Oder man muss halt sagen, scheiß was auf monogame Beziehungen, gibt's nicht, können wir Menschen nicht, aber das kann ja irgendwie keine Lösung sein, dass wir immer so tun, als führen wir monogame Beziehungen und dann aber andauernd fremdgehen, das kann auch irgendwie keine Lösung sein. Ne? Viele Menschen, die eben aus einer Beziehung rausgehen, in der Fremdgang wurde, tatsächlich auch im Nachhinein eben geschädigter sind in dieser Hinsicht. Und das ist übrigens gar nicht auch immer derjenige, der betrogen wurde, sondern teilweise auch der, der betrogen hat, weil auch das natürlich am Ende mit extrem krassen Gewissensbissen und auch der Frage verbunden ist, was ist, wenn ich das nicht getan hätte. Insgesamt, wenn da jetzt gerade jemand zuguckt, das ist jetzt ganz offensichtlich, dass ich das sage, aber ich kann nur wirklich jedem dazu raten, wer in einer Beziehung unglücklich ist. Also denkt, die Beziehung ist ja irgendwie aktuell doof oder ergibt für mich keinen Sinn mehr, ich bin unglücklich. Sprecht das mit eurem Partner ab und macht Schluss. Danach könnt ihr mit jedem was machen. Weise Worte. Ich hoffe, sie werden gehört. Wie ihr das möchtet. Es ist eine ganz, ganz feige Art zu sagen, man geht hier auf Nummer sicher. Also man behält erstmal auch den eigenen Beziehungspartner und guckt mal, was so bei anderen geht und probiert da Dinge, macht da Dinge. Und wenn da was läuft, dann trennt man sich irgendwie oder dann erzählt man, man ist fremdgegangen oder so. Genauso ist es auch total schwach, wenn man irgendwie feiern ist oder irgendwas macht und am Ende sagt, es war der Alkohol, ich war so besoffen oder so. Am Ende muss man für die Dinge, die man tut, die Konsequenzen tragen, ganz klar. Aber diese Ausrutscher sollten einem im besten Fall gar nicht passieren. Wir sind alle denkende Menschen, wir haben alle ein Gehirn im Kopf und wir sollten vor allem einfach an die Person denken, mit der wir in einer Beziehung sind oder... Ja, oder die Konsequenzen tragen, ne? An, die wir offensichtlich mal wirklich geliebt haben. So eine Person zu verletzen, ist ein sehr schwacher Move und sollte man niemals, niemals tun, weil das eben unfassbar einschneidend ist und vor allem damit zu tun hat, dass man danach dieser Person leider ein sehr kaputtes Vertrauen mit auf den Weg gibt für ihre weitere Zeit und das ist ein sehr ekliges Gefühl. Das sind Dinge, glaube ich, das ist jetzt wieder eine persönliche These, das habe ich nicht irgendwo rausgefunden, das ist meine persönliche These, die sich gegenseitig alle extrem verstärken. Das heißt also, wir befinden uns in einer Art kleinem Teufelskreis. Beziehungen sind wackeliger, unter anderem eben wegen dieser äußeren Faktoren wie der sozialen Medien, der dauernden Vergleichskultur, der eigene Optimierungsdrang und das sorgt vielleicht dazu, weil so eine Beziehung so wackelig ist, dass man vielleicht eher dazu gereizt ist, fremdzugehen. Und das Fremdgehen, das habe ich eben schon erwähnt, um das kurz zu erklären, Fremdgehen ist einfacher denn je, weil man sich so einfach mit anderen austauschen kann, schnell mal über Insta, über Snapchat irgendeine Nachricht austauschen, irgendwie mal gucken, was geht, wie weit kann man vielleicht gehen, was könnte man vielleicht machen. Das war früher gar nicht möglich. Früher war es ja viel schwieriger, wenn man fremdgehen wollte. Ja, ich weiß trotzdem, also da kann ich die Zahlen jetzt auch von früher nicht. Früher ist man natürlich mehr, wie soll ich mal sagen, dann hat es in der Nachbarschaft irgendwelche Feten gegeben und da wurde dann zumindest fremdgeknutscht oder vielleicht auch mehr und ja, dann ist auch die Frage bei den Umfragen immer, wie ehrlich sind die Leute, vielleicht auch ehrlicher heute als früher, aber ja, keine Ahnung, ja.
Weiß ich auch nicht. Überhaupt sich mit jemandem zu connecten, jemanden zu finden, mit dem man fremdgehen könnte. Heutzutage ist das eben viel einfacher. Und dann geht man fremd und dann macht man so eine Beziehung kaputt und sorgt bei Leuten dazu, dass sie in kommenden Beziehungen viel mehr Schwierigkeit haben, sich zu binden. Und kommende Beziehungen sind noch wackeliger. Und das sorgt zu einem Großen und Ganzen dazu, dass es vielleicht wirklich eine Generation beziehungsunfähig gibt. Aber, und das möchte ich gerade an dieser Stelle auch sagen, zum Schluss des Videos, dass sich mehr Menschen trennen oder mehr Menschen auch den Mut haben, sich zu trennen, das finde ich erstmal pauschal gar nicht so schlimm. Auch wenn man natürlich sagen muss, und das auch an dieser Stelle, in etwa jede zweite Ehe in Deutschland scheitert und jede zweite Ehe von denen, die scheitern, haben Kinder in dieser Ehe gehabt. Also die Ehepartner hatten Kinder, mindestens eins. Ich weiß von ganz vielen Freunden und Bekannten von mir, die aus einem Scheidungshaushalt kommen, dass es nachhaltig was mit denen gemacht hat. Das wünsche ich keinem, auf keinen Fall. Ich habe da bisher einfach das große Glück gehabt. Also es gibt so eine 20 oder 25 Jahres Längsschnittstudie. Das macht man ja auch nicht so mal eben. Da hat man zumindest rausgefunden, dass Kinder mit einer mäßig schlechten Ehe immer noch besser zurechtkommen als mit einer Scheidung. Also mit einer sehr schlechten Ehe natürlich nicht. Aber ja, tatsächlich, man sagt das immer so, wenn sich die Eltern nicht verstehen, dann trennen sich halt. Ja, ich konnte jetzt auch nichts anderes sagen, ne, wenn man nicht mehr zusammenbleiben will. Aber Kinder könnten auch mit einer sehr mäßigen Ehe oft noch besser zurechtkommen als mit dem ganzen Kram, der da mit Trennung zusammenhängt. Und da ist auch rausgekommen, dass auch die Trennung gar nicht so problematisch ist für die Kinder, sondern die ganzen Konsequenzen, ne? Wie die Eltern danach miteinander umgehen und so weiter. Ne? Meine Eltern noch zusammen sind und bin da extrem dankbar für. Das ist aber auf jeden Fall nicht selbstverständlich, das weiß ich. Trotzdem, und das möchte ich einfach sagen, wenn es so ist, dass zwei Menschen nicht mehr miteinander klarkommen und sich wirklich nicht mehr lieben und es auch nichts mehr bringt, miteinander zu sprechen und man sagt, das ist auswegslos, dann ist es das Richtige, sich zu trennen. Menschen haben heute eine viel größere Lebenserwartung, als es früher der Fall war. Früher haben die Menschen bis 50, 60 gelebt. Da war eine Ehe einfach wesentlich kürzer, als es heute der Fall ist. Heute sind Ehen teilweise 30, manchmal sogar 40 Jahre länger. Das macht natürlich einen großen Unterschied. Man spricht teilweise heutzutage ja auch von Lebensabschnittsgefährten und gar nicht mehr Ehepartner. Ne? Und das sagt ja schon, es ist eine Person, der man unglaublich nahe ist, aber nur für einen bestimmten Lebensabschnitt. Und dann hat man sich vielleicht so verändert, dass dann vielleicht eine andere Person eher in Frage kommt. Das ist etwas, was... Ja, gut. Schaut gerne mal bei ihm vorbei. Ja, jetzt gerade nochmal geguckt, wie viele Eheschließungen es denn so gegeben hat. Da sehen wir jetzt, dass sich die Zahl jetzt nicht so wesentlich verändert hat. Ja, insofern ist das schon stabile Sache, die wir da am Anfang gesehen haben, dass es tatsächlich weniger Scheidungen gibt. Ja, bei ungefähr gleichen Anzahl an Ehen, sogar relativ viele hier 2018. Okay. Spannend, spannend. Ja, wunderbar. Hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.